Na gut, weiter geht's in einer geilen Folge God of War Ragnarok. Part 51. Nachher ist es soweit. Naja, ich dachte mir eigentlich immer, entweder mache ich jetzt viele Clips oder ich mache einen ganzen Riesenclip. Naja. Egal. Werden wir mal gucken, wie es aufgebaut wird. Und ich drücke schon wieder falsche Taste. Was ist denn jetzt? Das war mal kurz. Okay. Zack. Ich mag den Speer. Also jetzt im Moment mag ich den Speer. Vielen herzlichen Dank, Brock. Ich hoffe nur, Sindri hat seinen Kopf noch, nachdem Brock mit ihm fertig ist. Das Eis zwischen den beiden ist im besten Fall schon dünn genug. Na. Ah, jetzt sind wir ja hier. Wo sind alle hin? Passt es gerade? Ich will nur reden. Vater zu Vater. Apropos, ich war wirklich überrascht, als Atreus bei mir vor der Tür stand. Es geht ihm gut, übrigens. Und das wird auch so bleiben, sofern ich heil zurückkehre nach Asgard. In nächster Zeit. Außerdem hat unser Freund hier noch viel vom Leben zu erwarten. Fraglich. Fort mit dir und benimm dich. Neuer Speer. Ich war nie ein Freund von Brock. Aber der Zwerg hat wirklich Talent. Du willst reden. Rede. Du willst doch keinen Krieg. Oder, Kratos? All das Blut an deinen Händen. Den Händen deines Sohnes. Ich will den Frieden genauso wie du. Vielleicht finden wir ihn gemeinsam. Er lügt. Ich weiß. Der Junge, er ist alles, was ich erwartet habe. So schlau. Nett. Ist er von dir? Nur Spaß. Du hast wirklich jeden Grund, stolz zu sein. Er ist der Schlüssel zum Frieden in unserer Zeit, zur Befreiung von all dem Schicksal und der Prophezeiung. Mein Sohn ist nicht ein Schlüssel. Oh Gott, kennt ihr in deiner Heimat denn keine Metaphern? Oder eher kanntet? Tut mir leid, das ist unfair. Du bist nicht mehr der Gott, der du einst warst. Und jetzt kannst du das beweisen. Gib mir meinen Sohn. Oder du triffst auf den Gott, der ich mal war. Und was für ein Gott ist das, Kratos? Was bitte weißt du schon über Göttlichkeit? Wurdest du in deinem Leben jemals von jemandem verehrt, angebetet, geliebt? Kannst du dir so eine Liebe überhaupt vorstellen? Nein! Dich interessieren keine Sterblichen. Dich interessiert nichts, was über dich hinausgeht. Über das Monster, das tötet, ganz ohne Grund. Du fürchtest, was du garantiert niemals verstehen wirst. Ist es da ein Wunder, dass dein Junge keine Eile hat, zurückzukommen? Hör nicht auf ihn, Bruder. Er will dich doch nur verunsichern. Arroganter Mistkerl, wagt es hier aufzutauchen. Wenigstens hast du ihn genauso überrascht wie er dich. Guter Zeitpunkt. Was hat Brock für dich gemacht? Oh ne. Ja, viel. Oh mein Gott.
Hey, aua, 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 ich bin tot. Ich bin noch nicht tot. Ich lebe noch. Oh Gott. Ja, guck mal, ich kann auch nicht frissen. Aua. So, geh du drauf. So. Das ist also die Waffe? Ein Dröpnir-Speer? Der Dröpnir-Speer. Ich schätze, so viele Dröpnir-Speere, wie man will. Na los, ich habe ein Tor gefunden. Wir müssen nur mit dem Zug runter. Aber ich mache mir Sorgen, ehrlich gesagt. Wir haben eine Waffe geschaffen, um einen Gott zu töten. Es fehlt nicht viel und du bist wieder dein altes Ich. Mach dir das Angst, noch einem brutalen Gott zu helfen. Ich habe Angst um dich, Bruder. Der Speer könnte einen Krieg auslösen. Den Krieg. Wenn dich das nicht mehr beunruhigt, hat Freya vielleicht recht. Vielleicht hatten die Riesen dich die ganze Zeit im Sinn. Vielleicht hatten die Angst. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur Kratos. Natürlich. Alter, oh nee. Gegner hinter dir. Oh Gott. Lass doch einfach. Oh mein Gott, ich hab sie. Oh mein Gott. Alter, das war knapp. Meine Axt will ich zurück. Oh Gott. Ha. Hier geht's lang. Hier war ja noch eine Dings. Hier war noch eine Truhe, an die ich mich erinnere. So, das war die Truhe. Dann mal so. So. War denn nochmal die letzte, sag mal. Es waren drei ungefähr. Wo ist denn die letzte? So. Guck mal, hier ist eine. So.
Da ist noch einer. Und es sind zwei. Wo ist denn die dritte aber? Drei brauche ich. Ich habe zwei gefunden. Gut, umgucken. Gut, umgucken. Was ist da eigentlich? Kann ich das zerstören? Nein. So, mal den Teufel. So, was ist denn der letzte? Der müsste doch hier in der Nähe sein. Irgendwo drauf, vielleicht. Lass mich mal kurz gucken, ich habe Zeit der Welt. Zug benutze ich mal. Hat Sigrun dir also geholfen, die Walkürenflügel zurückzubekommen? Waren sie dort versteckt, wo ich dachte? Waren sie nicht. Aber ja, sie helfen mir. Sagte die ganze Zeit, ich solle meine Wut loslassen. Aber sie unterstützte mich trotzdem. Schräg. Hä? Ich sag mal, bin ich dumm oder bin ich jetzt 30 Mal dran vorbeigelaufen? Eins von beiden. Ich glaube, ich bin dran vorbei. Oh mein Gott. Oh, wow. Alle drei auf einmal. Drei verfehlen, nur noch einen Apfel und wir haben eine neue Gesundheit erhöht. Dann haben wir nicht mehr so viel wenig Leben, Alter. Wo musste ich nochmal lang? Ich glaube, da runter durch, ne? Hier wieder unten. Ach, nee. Ich habe auch keine Ahnung, warum ich immer mit meinen Waffen rumlaufe. Wie so ein Heindüssel. Ich bin zwar Fan der Chaos-Kling irgendwie. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass das die krasseste Waffe wird. Unmöglich zu sagen. Sie sucht in allen Welten nach unseren verlorenen Schwestern. Wir hoffen, wenn sie ihre körperlosen Geister nach Varnaheim bringt, finden wir einen Weg, ihre unverdorben. Dieser Dröpnir-Speer. Bist du bereit, ihn einzusetzen? Zum Schutz von Atreus. Ich bin niemandes Streiter, nur seiner. Und niemandes Gott. Das mag meine Gestalt sein. Aber nicht meine Natur. Hast du verstanden? Eine andere Meinung ist wohl kaum das Wichtigste, was ich für dieses Bündnis hinten anstelle. Solange der Plan vorsieht, Heimdall zu töten, spielt der Rest keine Rolle. Außerdem gibt's die Neuigkeit, dass Odin ahnt, was wir vorhaben. Ich wusste, ich habe Raben gehört. Verdammt, was hat er gesagt? Lügen, Drohungen, mehr Lügen. Was hast du erwartet? Ist es eine Lüge, dass Atreus in Asgard ist? Nein, ich fürchte, das ist die Wahrheit. Dann spielt der Rest keine Rolle. Ich habe in der Nähe ein Tor gesehen, über der Bucht. Mit deinem Speer sollten wir es erreichen. Warum ist hier ein Grab? Warum? Ja, nee, ne? Noch hier ein ist ein Berserker-Grabstein. Haben wir hier wenigstens einen scheiß Schmied oder so? Ein Schmied? Schmied? Vielleicht kein Schmied? Vielleicht ein Schmied? Ich bin Schmied. Wo habe ich meinen Schmied? Ganz am Arsch der Welt! Willst mich doch verarschen? Ach,
Egal, gucken wir uns das mal an. Komm, let's fetz. Rainer. Gehen da jetzt mal rein, wir gucken uns das mal an. Oh, hi. Bist du nett? Gucken wir es, wie er so drauf ist. Erstmal immer gucken. Okay. Er macht eigentlich nur das Gleiche, ne? Gesessen! Fall vor mir nieder! Sittere, falscher Kopf! Zu den Waffen! Das ist eigentlich voll einfach. Eigentlich einfach. Naja, ich kann auch mich noch täuschen lassen, ne? Aber ich glaube, ich mache wieder dieselbe Taktik wie vorhin. Und zack. Zack, zack, und zack. Zu den Waffen! Fall vor mir nieder! Zack, 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 zack. Zittere, falscher Gott! Okay, okay. Okay. Du solltest fliehen. Warte mal, meine Nase juckt. Ja, ist interessant. Hinter dir, Bruder!
Alter, ist das rein? Er ist die Spucke nicht wert. Und seine tollen Berserker erst recht. Huhu! Alle miteinander. Warum hast du nicht früher etwas gesagt? Bisher konnten wir nichts tun. Aber mit dem Heft sieht das anders aus. Mit dem Heft. Das war tatsächlich irgendwie einfacher, als ich dachte. Warte mal. So. Hey, Großer. Sprich. Du musst dir das für mich besorgen. Nein, zumindest. Hast du? Der Alpha. Ich. Mit dem Speer wirst du sicherlich neue Gebiete in der Bucht erreichen können. Ja, bei der Gelegenheit könnten wir auch gleich nach Dürlin Summer suchen. Deine Entscheidung natürlich. Bin ich nicht in Zwartei-Fame? Ah ja, ich wollte mal nach Odins Augen. Wenn ich schon die Folge gleich beende. Denn so. Ein Netz. Lungenknarrig. Blödsinn. Brocks verdammtes Rätsel. Was wird größer, je mehr man wegnimmt? Dieser blaue Truppe darf mich nicht schlagen. Wenn du dich so aufregst, hat er das schon. Hat er nicht schon gewonnen seitdem? Ich liebe diesen Schild, der ist OG, also der ist seit God of War 4. Ja, die Kettenklingen sind auch OG, aber die Axt noch nicht so. Ich meine, der Schild ist OG und die Kettenklingen. Weil der Schild kam ja einmal noch in God of War 4 vor, bevor er zerstört wurde, natürlich von Thor. Okay. Okay, was brauche ich nochmal? Ich brauche Sturmflamme. Rüstung. Erstellbar. Es ist einfach das, was ich gerade an der am hier. Ich glaube, da war noch irgendwas. Achso, alles schon mal. Eine Entscheidung getroffen. Ne, von irgendjemand habe ich doch was geschafft, ne? Aha. Ne, ich habe ein Amulett von dem Typen. Stimmt ja. Naja. Was ist denn hier neu? Wenn ich fragen kann. Ja, was ist denn hier neu? Junge. Ah! Lass mich wahnsinnig. Hersteller. Ja. Ich bleib bei dem. Schwer ist es tatsächlich egal, irgendwie gerade noch, ne? So. Und jetzt zu der Göttin. Hier ist was. Damit hältst du ordentlich aus. Damit brichst du einige Knochen. Was guckst du so? Willst du noch was sagen? Nein. Was ist das? Raben. Die wir erledigt haben. Odins kleine Spione. Neue Vater. Auch Mutter neu. Neues Schicksal. Die Rabenrüstung. Für Gästerständen. Das Vernichten der Rachen befreit also irgendwie ihre Geister. Gut zu wissen. Ja, jedenfalls frei von Odins Kontrolle. 22. Wie viel brauche ich für die? Achso, ich kann die öffnen die ganze Zeit schon. Oh!
sieht das hier eigentlich aus? Ah, 28, 38, 48 Raben gibt es ja insgesamt in dem Spiel. Ja. Ein bisschen nervig, vor allem wenn du deine Waffen wegpacken musst, musst du jetzt zweimal diese Scheiße drücken. Aber hey, wir gehen jetzt nochmal zurück in das Haus von Sintri. Reden, wie immer. Und dann in der nächsten Folge geht wahrscheinlich los mit Grad. Geht's wieder mit Atreus weiter. Wir werden jetzt etwas mehr Story reinballern. Auch wenn wir jetzt ein Bossfight wieder hatten in Part 51 direkt schon. Ja, wenn das noch der Plan ist. Ich beschütze meinen Sohn. Ja, dann ist der ursprüngliche Plan, Ragnarök zu vermeiden, wohl etwas auf der Strecke geblieben. Das entscheidet Odin. Genau das ist es, was mich beunruhigt. Hör mal, was er zu dir gesagt hat. Ist bedeutungslos. Oh, stimmt. Doch ich glaube, dass Vergeltung keine leere Drohung ist. Wir müssen alle Einzelheiten überdenken. Jetzt mal nicht überstürzt. Warten wir, ob Sindri erfolgreich war. Vielleicht hat er Erfolg, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht meckert er wiederum. Das habe ich gefunden. Ich bin's. Der hier hat eine starke Persönlichkeit. Zum Glück kenne ich mich damit gut aus. Da ist er. Hey, zeig mal den Speer. Sieh dir das an. Jetzt mach endlich. Oh, sieh einer an. Etwas ganz Besonderes. Brauchst du mir nicht zu sagen. Was ist das für Geräusch? Alter! Weg nach Asgard gefunden. Nicht wirklich. Ich hatte ein paar Ideen, aber nichts hat geklappt. Also ohne einen Weg nach Asgard, was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich muss nachdenken. Ja, nachdenken ist die beste Option. Na gut, ich würde sagen, das war's mit der Folge God of War. In der nächsten geht's wohl weiter. Vielleicht spielen wir wieder Atreus, vielleicht aber auch weiter Kratos. Ich habe keine Ahnung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.